Wahrscheinlich fällt das alles durch, was Frau May ihren Abgeordneten dort präsentieren will und zur Abstimmung stellt. Ich möchte darüber reden mit Siegfried Fredlö. Sie ist Expertin für Europa, für Großbritannien und vor allen Dingen auch für die Beziehungen dieser beiden Seiten zueinander. Grüße Sie herzlich. Ja, hallo Herr Kollege. Die Briten müssen eigentlich verrückt sein, dass sie aus der EU rausgehen, meinen wir hier. Aber dieses in Anführungsstrichen verrückt sein, muss man auch so verstehen, hat schon eine Geschichte. Das ging eigentlich schon mit dem Eintritt in die EWG los, in die EU. Da war es schon verrückt genug. Ja, es hat ja auch drei Anläufe gebraucht. Also die Briten haben schon damals gesehen, dass es Vorteile gab durch die EWG und wollten letztlich dann vor allem auch aus wirtschaftlichen Überlegungen rein. Das wurde aber zweimal von de Gaulle verhindert. Beim dritten Mal hat es dann funktioniert, aber von Anfang an gab es da auch schon Kritik in der britischen Gesellschaft. Und damals war es eine Labour-Regierung, die versprochen hat, beim Wahlsieg dann ein Referendum durchzuführen, was manche jetzt vergessen haben. Es gab schon ein Referendum. 1973 kamen die Briten dann endlich rein. 1975 wurde das Referendum durchgeführt, allerdings mit anderem Ergebnis als das letzte. Da war die Mehrheit, 67% etwa, pro-europäisch. Wobei man dann dachte, naja, jetzt sind die Unsicherheiten erledigt, das heißt, man fängt neu an. Das war aber ein Trugschluss. Also es war von Anfang an immer noch umstritten, es gab immer noch Diskussionen dazu, sodass viele sagen, die Briten haben nie so richtig dazu gehört. Und dann gab es diese Europäische Union, wie wir sie heute erleben, die hat sich quasi da drauf gestülpt auf dieses Konstrukt, was die Briten dann quasi angetreten sind, aber auch mit ganz vielen Forderungen und Sonderlocken für die britischen Insulaner. Da war ja ganz herausragend zum Beispiel die eiserne Lady Margaret Thatcher mit ihren Forderungen unterwegs, genau, oder? Genau, ja. Das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass die Briten eben sehr geschätzte Partner waren. Deshalb ist man auch in vielen Punkten auf sie zugegangen. Sie erwähnen jetzt Margaret Thatcher, die ja auch sagte, I want my money back, die dann den Britenrabatt ausgehandelt hat. Das heißt also auch ein bisschen Rabatt für die Zahlungen, die sie schon geleistet haben. Aber auch noch andere Zugeständnisse, zum Beispiel immer noch die eigenen Grenzkontrollen als ein Beispiel. Oder dass man sich eben vorbehielt, nicht in den Euro letztlich einzutreten. Also es gab immer wieder Zugeständnisse und manche sagen auch zu viele. Und jetzt bei dem letzten Referendum, was durchgeführt wurde, kam zustande durch den Wahlsieg von David Cameron, also der Konservativen, der dann versprochen hatte, wenn seine Partei die Mehrheit bekommt, dann wird ein Referendum durchgeführt. Das heißt, er war gebunden an sein Wahlversprechen. Aber um seine Macht zu erhalten. Um seine Macht zu erhalten, also auch darum ganz klar zu sagen, da ging es nach meinem Verständnis weniger um Europa als um eben innenpolitische Machtfragen. Also um ihn. Und jetzt ein Chaos. Haben Sie damit gerechnet, dass die Brexit-Abstimmung so ausgeht, wie sie dann ausgegangen ist mit dieser knappen Mehrheit von 52%? Habe ich nicht. Also ich habe mich auch geirrt, wie die, ich glaube, die meisten oder fast alle Meinungsforscher, Meinungsforscherinnen. Ich bin davon ausgegangen, dass letztlich doch die Pragmatik, also auch die Vernunft siegt. Und siegt sie heute, die Vernunft? Heute siegt sie gar nicht. Also nach meinem Verständnis hat es heute mit Vernunft nichts zu tun. Ich muss natürlich vorsichtig sein als Deutsche. Kann ich da nur bedingt Kommentare zu geben. Das ist eine innerbritische Angelegenheit. Auch das Referendum war eine innerbritische Angelegenheit. Aber nochmal zurückzugehen auf das frühere Referendum, was ich genannt habe, da waren die Bedingungen ganz andere. Da gab es eine parteiübergreifende Allianz, proeuropäische. Da war gewünscht, dass man sich einmischte von außen. Zum Beispiel Helmut Schmidt von Deutschland wurde auch aufgefordert, explizit nach London zu kommen und für das Referendum zu werben. Das war dieses Mal nicht so. Man hat sich ausdrücklich verbeten, jede Einmischung, sowohl von EU-Seite als auch von deutscher und übrigens auch vom damaligen amerikanischen Präsidenten. Sogar Obama ist hingefahren vor dem Referendum, hat darauf hingewiesen, ja, wir hätten euch gerne als Brückenkopf sozusagen in die EU. Stimmt nicht so ab. Alles das hat nichts gewirkt, sondern die abgestimmt haben, haben eben das Votum abgegeben. Nicht sehr überzeugend, aber trotzdem abgegeben. Es ist zumindest ein Votum, was eine Mehrheit hat. Und die Briten, denken die jetzt tatsächlich anders? Was hören Sie von der Insel? Ist das wirklich ernst zu nehmen, dass man sagt, jetzt ist es quasi umgekehrt, das Verhältnis? Ist das glaubhaft? Weil das hat man vor dem Referendum 2016 auch gesagt. Ja, also die Mehrzahl der Leute hatten wohl nicht damit gerechnet, eben auch der Analysten nicht. Alle seriösen Quellen, alle seriösen Medien haben auch davor gewarnt. Ich meine, wenn man jetzt wieder abstimmen würde, was ja auch möglich ist, wenn das heute durchfällt. Ja, es heißt so, also gestern zum Beispiel noch BBC hat gesagt, es gäbe wohl eine leichte Mehrheit für Remain, aber auch da ist es nicht sicher. Das heißt, es ist ein gespaltenes Land, es ist immer noch eine gespaltene Abstimmung. Das heißt, ich wäre mir auch nicht sicher, ob die Abstimmung jetzt anders ausfallen würde. Und
Ich nehme mal ein Wort, was ganz vernünftig klingt, nämlich vernünftige Lösungen werden gefordert, auch von der AfD. Was ist denn vernünftig? Ja, ich habe ja vorher auch schon gesagt, Vernunft hatte bei dem ganzen Prozess, glaube ich, wenig zu suchen, zumindest von britischer Seite aus. Also weder was das Referendum anging, ich begebe mich da natürlich auf dünnes Eis, als auch was jetzt manche Haltungen von Politikern angehen, die nicht sehr vernünftig sind. Denn das ist eine Fehleinschätzung. Zum Beispiel? Zu denken, ich habe ja gerade auch schon gesagt, Dominic Raab hatte ja bei der Konferenz schon darauf hingewiesen, zu denken, dass dann alles besser wird, dass sie noch einen besseren Deal bekommen. Das ist eine Fehleinschätzung. Also von der EU-Seite ist klar gesagt worden, der Vertrag, der jetzt auf dem Tisch liegt, ist der bestmögliche, der jetzt da ist. Was will dann noch nachverhandelt werden? Ja, oder eben diese Reform, wie Sie sagten, nach dem Gusto, also wie die AfD das ja auch öfter sagt. Ich stimme nicht zu der Einschätzung, dass es eine Krise der EU ist. Ja, es sind Herausforderungen an die EU, auch jetzt der drohende Brexit. Aber es ist vor allem eine Krise auf britischer Seite, die von britischer innenpolitischer Strategie erstmal geprägt wurde. Dann wurde eine Abstimmung verordnet, sage ich mal, aufgrund des Wahlergebnisses und des Wahlversprechens von David Cameron. Aber viele der Menschen haben eben nicht gewusst, worüber sie abstimmen und sind auch belogen worden, nicht zuletzt auch von Politikern, auch vielen der sehr lauten Leave-Kampagne. Ja. Also Boris Johnson als Galionsfigur vorneweg. Und deshalb hatte da auch Vernunft nicht viel zu suchen. Auch die Kampagne war eher emotional geprägt. Denn wenn man Vernunftgründe sieht, nehmen wir nur einfach mal EU-Förderprogramme und so weiter, dann schneiden sich die Briten damit ins eigene Fleisch. Also erstmal die Unterscheidung, es ist eine britische Krise, die dann Auswirkungen auch auf EU hat. Aber es ist jetzt nicht damit getan, ja, wir müssen doch den Briten keine Daumenschrauben ansetzen, wie das gerade gesagt wurde, sondern es geht ja um harte Verhandlungen. Und da ist die Position der EU auf dem Tisch und da ist auch nicht viel Raum nachzugeben. Es ist eher, ich sag mal, das Chaos auf britischer Seite, sich zu entscheiden, wo ist denn eine Mehrheit, wo ist auch später, also heute, eine Mehrheit für die Abstimmung. Theresa May scheint in ihrer eigenen Partei die Mehrheit eben nicht zu haben auf Dauer und insgesamt auch nicht die Mehrheit im Parlament. Ja, also deshalb möchte ich dem widersprechen, dass es jetzt eine EU-Krise ist und dass man genau das daraus ableiten kann. Ja, und das, was jetzt daraus folgt, also was folgen könnte, sagen ja viele, auch wir in Deutschland, wir in der Europäischen Union werden da zu bluten haben. Wie viel tatsächlich? Ja, also ich will jetzt auch nicht mit Statistiken und Grafiken kommen. Das würden viele Leute dann auch wieder einordnen. Ach ja, guck mal, die jonglieren ja mit Zahlen. Sondern es wird natürlich auch massive Auswirkungen haben. Aber es ist nicht das einzige Problem oder das einzige Thema der EU. Und es ist auch so, in den letzten Jahren ging es sehr oft um den Brexit. Und man will sich eben auch mal anderen Themen zuwenden. Deshalb auch der Punkt, würde eine Verschiebung noch was nützen? Also es wird ja auch davon gesprochen, zum Beispiel bis zu den Europawahlen den Briten noch einen Aufschub zu geben. Am 29. März diesen Jahres läuft ja sonst die Frist aus. Was würde das bringen? Das heißt, würde Theresa May dann noch an der Regierung sein? Würde sie Premierministerin sein? Könnte sie entsprechende Mehrheiten bekommen? Oder was angesprochen wurde von Frau Kipping, wenn jetzt Corbyn als Oppositionsführer, also Labour, spekulieren wir mal, Neuwahlen verlangen würde, beziehungsweise erst ein Misstrauensvotum stellt, würde er dann andere Verhandlungen führen können. Auch da ist, glaube ich, eine Fehleinschätzung der Realität. Denn wenn er jetzt auftaucht in Brüssel und neu verhandeln will, gehe ich mal davon aus, dass die EU auch sagt, ihr habt einen Austrittsvertrag. Ja? Es gibt Politiker, die äußern sich natürlich besonders milde vor Kameras und vor Mikrofonen, aber man hört auch immer wieder, zum Beispiel aus Brüssel, von verschiedenen Verhandlern, aber auch Menschen, die im Hintergrund daran arbeiten, dass dieser Brexit vernünftig abläuft, vernünftig wieder einmal, dass die langsam auch die Nase voll haben und sagen, dann geht doch jetzt endlich. Oder? Naja, also haben Sie sowas schon mal gehört? Sicher, ich habe das gehört. Das sind natürlich auch Privatmeinungen. Und ich kann das in manchen Minuten dann auch verstehen. Wenn warum ich dann sagen die sowas? Nicht, weil sie sagen, ach, die interessieren uns nicht, sondern weil die auch jetzt genervt sind? Ich glaube, weil es auch, also erstmal menschlich sicherlich genervt, wenn man dann so und so oft immer wieder darüber verhandeln muss. Aber auch, dass von Anfang an die Strategie eben nicht klar war von britischer Seite. Dass es sehr mühsam war, die Verhandlungsrunden. Ich habe die noch mit David Davis damals mitbekommen. Da tat sich erstmal gar nichts. Und dann tat sich erst was, als eben gedroht wurde von der EU-Seite. Dann wurde was vorgelegt. Dann wurde eben letztes Jahr auch von Theresa May dieses sogenannte White Paper aufgestellt, nach großen Verhandlungen. Und dann kam man von Brüsseler Seite, ja Leute, das können wir aber so nicht akzeptieren. Also ist diese Mischung aus Fehleinschätzung der Realität, die Strategie irgendwie nicht klar haben
und auch innenpolitisch im Grunde die Sache nicht geklärt haben, die wahrscheinlich zu so Irritationen führt. Oder auch von EU-Seite, man hat auch andere Probleme, mit denen man sich beschäftigen will. Das bindet Personal, das bindet massiv Finanzen. Auch die Briten, das Argument bei den Leave-Leuten war, ja, wir wollen nicht so viel Geld nach Brüssel schicken. Man sollte jetzt mal nachrechnen, wie viel bis jetzt schon der Brexit gekostet hat. Wie viele hunderte neue Juristen, Zollinspektoren und so weiter auf britischer Seite eingestellt wurden, um das überhaupt bewerkstelligen zu können. Da gehen die Millionen oder schon mal Milliarden hin. Das muss man dem britischen Volk auch mal klar machen. Und es wird noch teurer, das haben wir schon gelernt. Frau Fredlö, ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch hier im Studio und dass Sie uns so von diesen verschiedenen Horizonten berichtet haben, die wir vielleicht manchmal gar nicht so gut kennen.